Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Wolfgang Vaupel, ich bin Geschäftsführer der Medienberatung NRW. Und Herr Breiter hat so begonnen, sagt, die Latte hätte Herr Tessel hochgelegt. Ich habe hier schon das zweite Mal das Vergnügen, im Anschluss an Herrn Breiter einen Vortrag zu halten. Das ist natürlich, hat die Latte noch ein ganzes Stück höher gelegt, sodass man immer sehen muss, wie kommt man damit zurecht. Ich versuche es einfach dadurch, dass ich eben auf seinem Feld gar nicht versuche, Konkurrenz zu machen, sondern ganz anderen Blick jetzt erstmal einnehme und einen ganz anderen Einstieg, weil ich denke, wir haben ja hier die IT-Fachleute, wir haben die E-Content und überhaupt die Inhaltsfachleute mit den Verlagen hier. Und ich möchte ganz einfach mal einen ganz elementaren Blick auf diese Prozesse legen, die ich dahinter sehe. Und da kommt die eine oder andere Antwort durchaus schon drin vor, die man jetzt bezogen auf die Probleme, die er Breiter aufgemacht hat, jetzt geben könnte. Herr Tessel sprach ja auch von einer Werkstatt. Sie sehen eine Werkstatt. Eine Werkstatt mit ganz viel Kram, mit verschiedensten Werkzeugen. Das Ganze in einem kleinen Raum gedrängt und viele Materialien, die da zur Verfügung stehen. Und ein Menschen, der aus allen möglichen Dingen etwas machen kann, der Pläne entwickelt, der die Dinge dann umsetzt und seine Werkzeuge gezielt einsetzt. Gut, man sagt, das ist vielleicht heute nicht mehr so zeitgemäß, wenn man auf die IKEA-Seite geht. Da findet man also Fertigmöbel, fertige Pläne bis hin zu einem so fast tutoriellen System, dass wenn man dann noch Fragen hat, man sie dann noch beantwortet bekommt. Ich blicke jetzt mal aus der Sicht des Lernenden da drauf und sage dann also, wir nutzen ja alle diese Möbel, ich mache überhaupt keine Aussage zu IKEA, ist ja klar. Und ich überlege nur aus der Sicht des Lernenden, was soll der eigentlich tun, worauf kommt es da an? Es kommt darauf an, dass er einen Plan entwickelt von dem, was er tun möchte, dass er dann sieht, wie er seinen Plan verfolgen kann, seine Fragen beantworten kann. Und im Hinblick auf entdeckendes Lernen, auf selbstständiges und aktives Lernen, braucht er möglichst viele universelle Werkzeuge, Inhalte und vorgefertigte Pläne, mit denen kann er immer nur begrenzt Erfolg haben. Ich nähere mich jetzt langsam der Schule, nutze ein zweites Bild, das einer Küche. Und Sie sehen, es ist eine Schulküche, in der die Schüler lernen, das ist hier in dem Fall sogar eine Jungengruppe. Und hier hat man das gleiche Problem, den gleichen Aspekt, wenn man jetzt Fertiggerichte nehme. Das ist alles sinnvoll, das ist alles in gewisser Hinsicht auch praktikabel. Bezogen auf den Lernprozess aber möchte ich jetzt gerne aus den Bildern drei Dinge herausschälen. Das eine ist, was man braucht. Ich nehme erst das Bild des Kochens und dann gehe ich anschließend über auf das Bild des Lernens. Was man braucht, ist immer, man braucht etwas, mit dem man etwas tun kann. Man braucht die Mittel, in dem Fall die Nahrungsmittel. Man braucht Räume mit Werkzeugen, in denen man diese Nahrungsmittel bearbeiten kann, daraus Gerichte herstellen kann. Und man braucht Methoden, Kenntnisse, Kompetenzen, die man in dem Prozess des Lernens erwirbt. Und alle drei Dinge gemeinsam betrachtet, bezeichne ich jetzt mal als Dimensionen erfolgreichen Lernens. Die Frage muss immer beantwortet werden, wie kann man etwas machen? Womit kann ich arbeiten? Und die dritte Frage ist natürlich, in welchen Räumen kann ich das überhaupt tun? Was ich jetzt aus diesen Bildern abgeleitet habe, ist sehr einfach, sehr elementar. Ich glaube aber, es ist grundlegend für Lernprozesse überhaupt. Und wenn man jetzt mal anfängt zu überlegen, was sind das denn für Kompetenzen
was sind das denn für Methoden, die man in Lernprozessen braucht? Dann sehen Sie hier jetzt die 5 Lernmethoden, Lernkompetenzen, die wir in der Medienberatung beschreiben, die elementar und grundlegend für alle Arbeits-, Lern- oder man kann auch allgemeiner sagen, Erkenntnisprozesse sind. Ich denke, auch ein Professor wie Dr. Breiter wird Pläne machen müssen, wird strukturieren müssen. Er wird dann recherchieren, um herauszufinden, was andere darüber schon denken. Er wird das kommunizieren, kooperieren mit anderen, um zu schauen, was davon ist tragbar, was kann ich wie bewerten. Und er wird das Ganze wieder in Produkte fassen und er wird das am Ende in seiner sehr anschaulichen Art auch wieder präsentieren. Das ist eine Methodik, ein Prozess, den praktisch in verschiedener Gewichtung jeder Lernende in irgendeiner Form durchläuft. Die Frage ist, womit macht man das? Man macht das mit Büchern, logisch, Schulbüchern. Wir haben E-Content zur Verfügung mit wie Edmond. Das können aber auch audiovisuelle Medien sein, wie Filme und mit Werkzeugen, Computern und anderen. Da haben wir die Lernmittel. Wir haben die Lernmethoden und die Lernmittel. Und bei der Frage der Räume schauen wir auf den Klassenraum, wir schauen auf Bibliotheken, wir haben das Internet und wir haben Plattformen, elektronische Plattformen, die diese Lernräume erweitern. Wenn ich jetzt in einzelnen Punkten mal schaue, was für Konsequenzen kann man denn daraus jetzt eigentlich ziehen, aus dieser Sicht auf den Lernprozess? Bezogen auf unser Thema, Professor Breiter sprach von 1800 Softwareprodukten und er sagte, am Ende könnten es eigentlich aus praktischer Sicht nur 20 sein. Ich frage jetzt mal andersrum, wozu braucht man überhaupt Softwareprodukte? Was macht man denn damit? Wenn man sagt, es sind 5 grundlegende Methoden, mit denen man an Dinge herangeht, um Lernprozesse zu organisieren und um Lerntätigkeiten zu vollziehen, dann kann man bezogen auf diese Lernmethoden Softwarewerkzeuge benennen. Beim Strukturieren, wenn wir hier sprechen jetzt nicht über die ganzen Papierversionen wie Metaplaner und solche Geschichten, aber da gibt es einzelne Anwendungen wie Mindmapping-Programme, wie eine Textverarbeitung, die man dazu benutzen kann. Zum Präsentieren, klar, Präsentationsprogramme, Mindmapping kann man dazu auch benutzen. In dem Bereich der Kooperation gibt es in dem digitalen Bereich natürlich die E-Mail, ganz simpel, mit einem Anhang. Es gibt das Intranet, es gibt Kommunikations- und Lernplattformen wie Lonet, Moodle und andere. Und andere Werkzeuge zur Kooperation. In der Produktion sind wir bei, natürlich nicht nur bei Texten, sondern da geht es auch um die Bearbeitung von Tabellen, von Bildern, von Tönen, von Videos bis hin zu Website-Programmen. Und im Bereich der Recherche haben wir die schon benannten Suchmaschinen. Wir haben digitale Datenbestände in der Wikipedia und woanders. Wir haben entsprechende Angebote von Verlagen. Wir haben aber auch die Bibliothek, die erschlossen wird über die Software. Und wir haben Edmond. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Fertigprodukte, die schnelle Ergebnisse bringen, die schnellen Wissenstransfer vielleicht versprechen, sind das eine. Die grundlegenden Lerntätigkeiten, die Arbeit machen, die systematisch eingeübt werden müssen, die Grundlage von Lernen und methodischer Entwicklung von methodischen Fähigkeiten und Wissen sind das andere. Und wenn Sie sich anschauen, wie die Qualitätsanalyse in den Schulen beobachtet, ich habe hier nur einen kleinen Auszug, Sie werden das ja auch in anderen Kontexten kennen. Ich schaue jetzt nur auf einen kleinen Bereich von Lernen und Lehren im Unterricht. Und da wird beobachtet und festgestellt, wie weit die Schüler aktiv sind im Unterricht, wie weit die Zusammenarbeit zwischen Schülern in diesem Unterricht gefördert wird, wie weit der Schüler Chancen hat, individuelle Lernwege zu gehen und wie viel Gelegenheit zum selbstständigen Arbeiten er hat. Unter diesem Aspekt sind die
Lernmethoden und die dazu notwendigen Lernwerkzeuge unverzichtbar. Sie kommen nicht von außen dazu, sondern sie sind notwendige Instrumente, um die Qualität des Unterrichtes zu verbessern. In diesem Sinne kann man sagen, Lernkompetenzen müssen erworben werden, müssen häufig eingesetzt werden, müssen geübt werden. Im Bereich der Lernmittel haben wir ein Spektrum vom Buch, vom Schulbuch, bis hin zu nicht didaktisierten Medien in verschiedensten Formen. Und wir haben als Lernräume den Klassenraum, aber auch die Kinder- und Arbeitszimmer zu Hause, die wir bedenken müssen. Wir haben die Instrumente mit dem Internet und die Erweiterung dieser Lernräume durch virtuelle Möglichkeiten. Ich möchte, wie gesagt, nur den Blick richten auf die Qualität von Unterricht und wünsche mir jetzt, bezogen auf die Gruppen, die wir hier haben, eigentlich, dass wir Dinge zueinander bringen. Kurz vor Weihnachten kann man sich ja mal was wünschen, vielleicht. Die Schulbücher und die Lernwerkzeuge, die Schulbücher, die Lernhilfen geben, die methodische Hinweise geben, müssten abgestimmt sein auf die Lernwerkzeuge, die Sie als IT-Dienstleister den Schulen auch tatsächlich zur Verfügung stellen. Die Dinge müssen zueinander passen. Wenn es Rechercheaufträge gibt, muss es die Recherchemöglichkeiten geben. Wenn es Kooperationsaufträge gibt, muss es diese Kooperationsmöglichkeiten in der Schule geben. Zweiter Punkt. Das ist wie in dieser Werkstatt. Man muss mit wenigen Werkzeugen viel machen können. Und das setzt voraus, dass die Werkzeuge und die Inhalte nicht miteinander wie ein Leberwurstbrot verklebt sind, sondern möglichst modular aufgebaut sind, möglichst auch von der Kommunikationsplattform aus genutzt werden können, die in Schule jetzt gewählt wird, möglichst modular und variabel und flexibel. Und das Dritte ist der Bereich, wo ich denke, vielleicht ist das Ergebnis, wenn wir sagen, das kommt ja gleich auch noch, dass die Zahl, die Nutzungshäufigkeit von neuen Medien in Schulen nicht so ausgeprägt ist, wie wir uns das eigentlich wünschen. Vielleicht hängt das auch einfach damit zusammen, dass wir in dem Angebot die Menschen nicht dort abholen, wo sie stehen, indem wir ihnen zu komplexe Werkzeuge anbieten. Ich denke mir, wenn es so ist, wie immer wieder behauptet wird, dass irgendwie 5-10% nur von diesen digitalen Contenten noch in Schule genutzt wird, dann müssen die Möglichkeiten einfacher sein, müssen vielleicht auch bescheidener sein, elementarer sein, modularer sein. Und alle drei Dinge zusammen sehe ich eine Chance für unsere, für hier die Schulbuchverlage und die IT-Anbieter, dass wir gemeinsam zu Standards, zu Verabredungen kommen, die sich zunächst mal auf diese einfachen Dinge beziehen und die grundlegende Kompetenzen und Fertigkeiten der Schüler in der Schule ausbilden können. Soweit mein Blick auf die Sache. Vielen Dank.